not a game. It's a rich thing. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, wir tun es. Wir machen jetzt die 30.000 Kalorien Challenge. Ihr durftet auf Instagram abstimmen, welche Challenge wir drehen sollen. Und ihr habt für diese gestimmt, deswegen machen wir das Ganze. Jeder wird probieren, innerhalb von 24 Stunden 15.000 Kalorien zu essen. Also insgesamt 30.000. Und da wir dachten, als Challenge setzen wir uns noch zusätzlich, dass wir jeder 30.000 Schritte gehen müssen. Also insgesamt 60.000 Schritte am Tag, an heutigen Tag. Wir haben es 7.46 Uhr, den 20. Februar. Und wir haben bis morgen 7.47 Uhr, 48 Zeit. Ja, wir schauen gleich mal auf die Uhr. Also wir finden diese Sweet Bites richtig geil. Also die sehen ja schon mal mega lecker aus. Und es ist ja wie, wenn du eine Donutbox hast. Ich finde es sogar noch besser, weil Donuts sind immer so groß und so hat man so kleine Bites. Und in dieser Tüte sind noch tausende andere viele Süßigkeiten und andere Sachen, die wir essen werden. 7.48 Uhr. Und ich würde sagen, wenn 7.49 Uhr ist, beißen wir rein. Das ist eine Mischung aus Cake Pop und Donut. So, es ist 7.49 Uhr, die Challenge beginnt jetzt. Mhm. Schmeckt wie Donut. Wir probieren relativ zügig zu essen, sonst setzt die Sättigkeit an. Mit Puderzucker. Zuckerwurst oder so. Wir haben jetzt aufgegessen. Es war super lecker. Jetzt zeige ich nochmal die leeren Boxen, damit ihr uns auch schaut. Seht ihr das? Komplett leer. Uns wurde auch nämlich geschrieben, wie viele Kalorien die haben. Das war echt super lieb, dass wir das extra wegen der Challenge gemacht haben. Und zwar haben, also die eine hat glaube ich, die Netflix in Chillbox hat glaube ich 2400 irgendwas und die andere hat glaube ich 2100. Ich habe jetzt mal zusammengerechnet durch zwei. Also jeder von uns hat jetzt 2207 Kalorien gegessen. Seht ihr hier mal die komplette Kalorienzahl? Es spürt auf jeden Fall schon gut im Magen. Ja, weil es ziemlich süß war. Also wir versuchen jetzt nochmal ein paar Nüsse zu essen. So, wir haben uns nämlich 500 Gramm Nüsse geholt. Jeder hat diese ganze Packung und wir versuchen heute den ganzen Tag immer mal mitzuessen. Ja, wir werden euch die Kalorien jetzt noch nicht einblenden, sondern erst am Ende. Also wenn wir die ganze Packung schaffen sollten, wären es ungefähr über 3000 Kalorien. Aber da wir es über den Tag verteilt essen, rechnen wir erst am Ende ab. Also nicht wundern, wenn es mal ein paar Kalorien weniger angezeigt werden. Ja, wir rechnen das am Ende ab. Wir haben jetzt ca. 150 Gramm Nüsse gegessen. Das wären ungefähr 1000 Kalorien nochmal gewesen an Nüssen. Aber wie gesagt, wir rechnen das dann am Ende ab. Und es ist so, also ich denke, wir machen jetzt eine kleine Essenspause. Ich bin jetzt nicht satt, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis zu essen. Machen wir jetzt eine kleine Essenspause und sehen uns dann bei der nächsten Mahlzeit wieder. Wir haben es übrigens 8.18 Uhr. Also dann, bis gleich. So, wir haben es jetzt 9.47 Uhr und ja, wir haben uns jetzt ein Croissant gemacht mit Käse und Schinken und Butter. Das Ganze sind knapp 1000 Kalorien und Croissants haben einfach so viele Kalorien, weil wir waren gestern noch beim Bäcker
Und es sind noch andere Quecke drin, aber wer ist erstmal das? Also ich würde sagen, wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn gleich ist Klavierunterricht. Also guten Fuß. Boah. Wir haben das Ganze aufgegessen. Das waren nochmal knapp 1000 Kalorien. Und war echt lecker. War echt lecker, ja. Sehr fettig auf jeden Fall, weil Croissants sind nun mal echt fettig. Da noch ordentlich Butter drauf, also naja. Wir sehen uns dann nachher wieder, wenn Klavierunterricht vorbei ist. Bis gleich. Es ist jetzt 11.03 Uhr und wir haben wieder Bock, was zu essen. Also gut, so Lust haben wir jetzt nicht, aber es geht eigentlich. Wir haben Schokofresh, wir haben Milchschnitte, wir haben einfach KitKat mit Cookie Dough drin, Leute, oh mein Gott. Dann haben wir solche Mandeln mit Schokolade, mit weißer Schokolade drin rum. Und diese Schoko-Croissants, Leute, die haben so viele Kalorien, die sind echt mega geil. So, ich würde sagen, wir starten erstmal mit Schokofresh. Direkt mal eine Food-Neuheit am Start. Eine Riegel hat 220 Kalorien. Also, ich fand es nicht so geil. Ist auch nicht gut. Also, ich hab's irgendwie mehr richtig geil vorgestellt, aber irgendwie gar nicht geil. Also, 2 von 5 Sternen vielleicht oder 1 von 5 Sternen. Also, schmeckt überhaupt nicht gut. Jetzt gönnen wir uns doch jeder so ein Schokohörnchen. Ein so ein Ding hat einfach 232 Kalorien. Jetzt gibt es für uns noch eine Milchschnitte. Und noch eine. Wir haben gerade ziemlich genau 1100 Kalorien gegessen. Und das mal eben schnell, auf die schnelle Nummer. In 7 Minuten. Wir sind jetzt bei 4237 Kalorien ohne die Nüsse. Wir gehen jetzt einkaufen, holen noch was fürs Mittagessen gleich. Denn ich brauche ein bisschen was Herzhaftes. Also, wir sehen uns gleich. Wir haben jetzt hier eine Käsesuppe selbst gemacht. Auf 100 Gramm 150 Kalorien, das sind jetzt 500 Gramm. Also hat das Ganze 750 Kalorien und dazu gibt es Brötchen. Und zwar teilen wir uns einmal ein Käsebrötchen mit so Speckwürfeln drin. Dann hat er noch ein Dinkelbrötchen und das dippen wir einfach rein. Einfach ohne Butter, einfach so. Und das Ganze hat dann so 1100 Kalorien. Das gönnen wir uns jetzt hier entspannt draußen, das Wetter ist mega schön. Und ihr seht es alle im Zeitraffer und ja, ich habe eigentlich mittlerweile relativ Bock wieder auf Essen. Ist jetzt, es ist 13:32 Uhr, immer noch der 20. Februar. Übrigens, unsere Schritte sind ungefähr bei 15.000. Wir sind jetzt nämlich extra einmal zum Supermarkt gelaufen und das auch ziemlich weit. Deswegen sind wir jetzt schon bei 15.000 und es fehlen noch ungefähr 15.000. Aber jetzt erstmal essen. Geil. Die Käsesuppe von Mama. Schmeckt immer am besten. So Leute. Wir konnten wieder etwas verdauen. Es ist irgendwie, weiß nicht, man hat nie so richtig Hunger und deswegen gönnen wir uns jetzt aber trotzdem. Und wir gönnen uns jetzt ein fettes Stück Apfelkuchen. Den haben wir gestern noch selber gebacken. Also mit einer Backmischung, ja. Ja, das Stück hat 438 Kalorien. Wir haben es abgewogen, das wiegt glaube ich 185 Gramm. Ja, jetzt sagen wir, gönnen uns mal. Wenigstens gleich ein bisschen Obst. Mhm.
Kuchen ist jetzt leer. Getrunken wird natürlich immer Wasser, weil die flüssigen Kalorien zählen natürlich nicht mit. Und die muss man sich ja nicht unnötig geben, deswegen. Worauf hast du denn Lust? Wir essen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Nüsse. Wie gesagt, 150 Gramm haben wir jetzt sogar gegessen. Mit Essen. Oder weitere 150 vielleicht. Mal schauen, wie wir es schaffen. Wir versuchen natürlich etwas Abwechslung ins Video zu bringen und nicht nur Nüsse oder sowas zu essen, wie vielleicht andere machen würden. Und deswegen versuchen wir natürlich auch, wie gesagt, mal einen Kuchen, mal Burger, mal was weiß ich zu essen und nicht nur immer Kinderriegel, Nüsse. Ja, aber die essen wir jetzt trotzdem mal, die haben wir doch gekauft und so. So für die Nüsse ging es auch nicht mehr rein. Wir haben jetzt mal ungefähr geschaut, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte von den Nüssen bis jetzt. Das wären, glaube ich, ein bisschen mehr als 1500 Kalorien. Also jetzt der Stand ohne Nüsse sind bei 5757 Kalorien. Und mit den Nüssen wären wir also ungefähr so bei 7250. Aber wie gesagt, genau berechnen wir die erst am Ende, wenn die Packung leer ist. Ich denke mal schon, dass wir die heute noch leer kriegen. Auf jeden Fall machen wir jetzt noch ein bisschen Unkraut im Garten und noch ein bisschen Bewegung und dann mal schauen, wann wir das nächste Mal was essen werden. Aber mit Nüssen sind wir jetzt ungefähr bei der Hälfte und wir haben es 15:47 Uhr. Ja. Und wenn man das immer so als Zuschauer sieht, das Video, denkt man sich so, ja, stellt euch nicht so an, aber macht das mal selber, Leute, dann werdet ihr wissen, wie schwer das ist. Ja. Wir sind jetzt übrigens bei ca. 20.000 Schritten. Leute, die Tüte ist leer, haben wir jetzt währenddessen, wir Unkraut gemacht haben, aufgegessen. Das Papier ist in der Jackentasche. Ja, wir haben nur die Hälfte vom Beet geschafft, weil es echt viel Unkraut war, aber es fühlt sich jetzt besser an. Und wir gehen jetzt einkaufen und dann gibt's, ich sag mal, Abendbrot 17.14 Uhr. Also, bis nachher. Es ist jetzt 18.42 Uhr, immer noch der 20. Januar und wir haben uns jetzt solche 20. Januar, 20. Februar und wir haben uns jetzt solche Pommes in den Ofen geschoben, da sind 750 Gramm drin, 100 Gramm haben 193 und ja, ich habe alles geschmeckt. Wir haben natürlich Mayo und Ketchup abgewogen, das sind 30 Gramm Mayo, 15 Gramm Ketchup. Wir wiegen natürlich immer alles, weil das mit alles ganz genau ist. Und dann seht ihr hier, so tracken wir das immer in der App. Und wir sind jetzt bei 7340 Kalorien ohne Nüsse. Ja, ist eigentlich ganz okay. Also wir müssen es noch aufessen, aber ja. Ihr seht, Schritte sind bis jetzt bei 23.800. Wir haben das Ganze jetzt zubereitet. Ich zeige euch das mal. Das Ganze sieht so aus. Es ist eigentlich echt mega geil. Aber krass, oh. Krass, wenn man überlegt, dass das 1000 Kalorien hat. Mayo hat extrem viel. Ist auch extrem fettig, was man eigentlich gar nicht so denkt, aber ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass es so richtig fettig ist. Also, 100 Gramm haben die, glaube ich, 190 ungefähr, oder 95. Also, das ist schon krass. Und das gehen wir ganz jetzt. Hier haben wir eher Aas reingemacht mit Sprudel. Leute, wir haben aufgegessen. Ihr seht hier,
Es war irgendwie nicht geil. Also es war, die ersten waren noch lecker, aber dann irgendwann kämpft man mit jedem Bissen. 19.03 Uhr, immer noch der 20. Februar. Ohne die Nüsse sind wir jetzt bei 7.340 Kalorien. Aber wir haben schon viele Nüsse gegessen. Also wir werden später wahrscheinlich noch was essen. Wir sind jetzt bei 24.000 Schritten. Und geht es noch in den letzten Laden. Weil wir nicht alles bekommen haben. Weil es halt schon relativ spät ist. Mal schauen, ob wir da noch alles bekommen. Weil nächste Woche brauchen wir ja trotzdem Gemüse und sowas. Ja, weil sonst ernähren wir uns ja sehr gesund, wie ihr wisst. Aber heute meine ich. Wir haben uns jetzt doch noch entschieden, was Kleines zu essen. Und zwar ein Joghurt. Und der hat 165 Kalorien. Und ja, wir haben irgendwie gerade Bock auf sowas und nicht auf einen Schokoladenpudding. Deswegen wird hier sowas gegessen. Wir haben es probiert, ein bisschen mehr herzhaft immer zu essen. Also, weil ich merke, durch das Herzhafte wird mir nicht schlecht. Also, ich bin zwar voll, aber mir ist nicht schlecht und das ist gut. Wenn ich jetzt so ein Süß essen würde, wäre ich vielleicht nicht ganz so voll, aber dann wäre mir schlecht. Und deswegen esse ich lieber herzhaft und bin voll. Wir haben es verstanden. Leute, ist einfach. Es geht so scheiße. Also, irgendwie nach diesen Fries und nach diesem Joghurt. Es ist jetzt 22.10 Uhr und ich denke mal, dass wir heute nichts mehr essen werden. Wir haben halt kurz halt richtig schlecht. Also wir werden mal schauen, wie es uns morgen früh geht und inwieweit wir die Challenge schaffen werden. Ja, es ist schwerer, als es aussieht. Mit 10.000 hat man easy mal geschafft. Obwohl es dann letztes Mal auch nicht leicht war, aber ich habe es echt unterschätzt. Leute, es ist der nächste Morgen und wir versuchen jetzt einmal noch ein paar Kalorien reinzubekommen. Wir haben ja eine Torte. Wir haben noch alle Süßigkeiten und mal schauen. Wir haben erst 7.03 Uhr, den 21. Februar. Ja, theoretisch haben wir bis 7 Uhr, ich glaube 47 war es. 7.49 Uhr Zeit. Das heißt doch ungefähr gute 50 Minuten. So, wir haben uns das hier so ein bisschen aufgebaut und haben ein bisschen Proteincreme dazugestellt. Die hat wenigstens keinen Zucker. Link ist in der Beschreibung mit dem Code Twins, den spart übrigens 10% bei Aeromax. Haben wir uns noch Milchbrötchen, nochmal diese Hörnchen, da ist auch hier noch ein bisschen was drin. Und mal schauen, wie viel wir schaffen. Und ja, wir geben jetzt auf jeden Fall nochmal alles. Naja, ist auch mit dabei. Und ja, also man sollte diese Challenge nicht unterschätzen. Übrigens, wir haben jetzt mal die Nüsse gewogen. Das waren 400 Gramm Nüsse, genau 400 Gramm, also wirklich glatt. Aber die Kalorien seht ihr dann ganz am Ende, es soll ja spannend werden. Und dann erfahrt ihr auch, ob wir die 30.000 Schritte geschafft haben. Also jetzt seht ihr einen Zeittreffer, wie wir essen werden. Also wünscht uns viel Glück. Erstmal Schokobrötchen. Wir trinken jetzt noch einen Proteinshake dazu, damit wir auch noch ein bisschen Eiweiß haben, aber das zählt natürlich nicht mit zu den Kalorien. Aber das schmeckt einfach so gut im Geschmack Vanille, gibt es auch einen Schoko. Leute, das ist so geil, oh mein Gott. Thank you.
Uhr. Wir haben gerade jetzt noch 1776 Kalorien gegessen. Ja, geht jetzt echt rein. Wir haben drei Milchbrötchen mit Proteincreme, dann Kuchen, Schokobrötchen, Kinderhörnchen und so. Ja, also ich bin auf jeden Fall satt und ich werde den heutigen Tag auf jeden Fall nichts mehr essen wahrscheinlich. Mhm. Und es waren übrigens 400 Gramm Nüsse, das habe ich ja erzählt. Und jetzt kommt der Endstand. Und zwar haben wir die Challenge leider nicht geschafft. Wir haben geschafft 11.760 Kalorien. Und man muss dazu sagen, wir haben dafür in erst 12 Stunden schon 10.000 fast gegessen gehabt. Aber die zweite Hälfte dann. Das ist auf jeden Fall echt hart. Ja, 981 Gramm Kohlenhydrate, 334 Gramm Eiweiß und 711 Gramm Fett. Oh Gott, so viel Fett einfach. Das ist ja, überlegt mal, die Butter, das ist mehr als Butter. Und die Schritte haben wir aber wenigstens geschafft. Ich hatte gestern überall, ich hatte wirklich Rückenschmerzen von dem ganzen Gelaufe. Ich meine, ich bin oft so 26.000 gelaufen, aber 30.000 sind wir, glaube ich, noch nie gelaufen. Und Leute, sorry, dass wir es nicht geschafft haben. Ich meine, wollte ich es doch irgendwie selber beweisen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so hart ist, weil wir eigentlich echt eine gute Taktik überlegt hatten, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Jedenfalls, wir grüßen jetzt trotzdem noch jemanden. Wir grüßen Isa. Liebe Grüße an dich. Und wenn du auch gegrüßt werden willst, dann benutze den Hashtag Marbe und schreib einfach in die Kommentare, dass du grüßt werden willst. Und mit etwas Glück wirst du vielleicht im nächsten Video oder im übernächsten Video oder in einem unserer nächsten Videos begrüßt. Und schaut gerne mal auf Instagram und TikTok vorbei. Da seht ihr, wie wir außerhalb solcher Challenges essen. Und hier seht ihr übrigens nochmal, es ist jetzt 7.47 Uhr, 21. Februar, 24 Stunden sind in 2 Minuten rum. Und ja, also wir haben alles gegeben und ihr könnt ja trotzdem gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr uns fühlt. Und wie gesagt, wenn ihr euch denkt, ja, das hätte ich easy geschafft, dann macht gerne mal selber. Aber ich glaube, das macht niemand freiwillig. Also das Video dient nur zur Unterhaltung. Ihr sollt natürlich nicht alles in euch reinstopfen. Ja, wir machen sowas auf jeden Fall auch nie wieder, weil die nächste Stufe wäre dann 20.000 und das machen wir definitiv nicht. Und ja, also das war meine Erfahrung wert, aber man sollte natürlich auch Genuss essen und nicht so viele Kalorien essen. Das war's mit diesem Video und ciao.